Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch zwei verschiedene Varianten von diesem wunderschönen Strickmuster mit Minimaus und diesen Schneeflocken zeigen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut auf jeden Fall weiter und lasst mir gerne auch ein kostenloses Abo da. Zunächst einmal der einfache Teil, und zwar der Untergrund fürs Schneeflöckchen. Ich verwende hier einmal das Fibertech im Untergrund und streiche das auf den gesamten Aufbau dünn auf. Dann nehme ich mir hier solche Holofolienflakes, die habe ich von Amazon, den Link findet ihr in der Infobox. Die tupfe ich hier einmal so als kleines, ja, wie so eine Art Schneegestöber eben, auf den Nagel auf und auch wirklich nur vom oberen Rand bis so circa zur Hälfte eben auslaufend. Das Ganze eben einmal in Blau und einmal in Rot. Und für den Minifinger trage ich ein Fullcover in Rot mit dem One-Stroke-Gel auf, lasse aushärten. Das Ganze mache ich auf der anderen Seite, also auf der linken Hand, einmal in Schwarz mit schwarzem One-Stroke-Gel. Und dann versiegel ich die Nägel auch schon, und zwar die Mittelfinger, also die mit dem Fullcover, eben in Matt, damit ich mein Strickmuster auftragen kann, was ich komplett matt gestalten möchte. Ihr könntet das aber auch in glänzend und matt kombinieren, je nachdem, was ihr eben schöner findet. Die restlichen Nägel mit dem Glitzer versiegel ich einmal mit dem Art Gloss Aqua Glänzend. Nach dem Aushärten und nach dem Entfernen der Schwitzschicht bei den matten Nägeln beginne ich einmal mit Mini. Und zwar setze ich mir hier so einen großen Punkt und den arbeite ich eben so weit aus in der Größe, die Mini eben schlussendlich haben soll. Ich härte nicht aus, setze mir noch einen kleineren Punkt als Öhrchen. Den arbeite ich jetzt hier einmal mit dem Pinsel aus, also so groß, wie das Öhrchen eben sein soll. Das passt ihr eben entsprechend an. Und dann kommen wir auch schon zu den Acrylpowdern. Hier habe ich 24 Stück gekauft in einem Set, auch von Amazon. Ich glaube, rund 20 Euro habe ich dafür bezahlt. Und ja, die verwende ich jetzt hier einmal, um diese Strickmusteroptik bzw. diese matte Optik zu erzielen. Ich streue das Powder so lange auf den Untergrund, also auf das feuchte Gel, bis das Gel nicht mehr feucht erscheint. Wenn ihr das so benutzt, dann werdet ihr verstehen, wie ich das meine. Und ja, dann lasse ich anhärten, so 30 bis mindestens 40 Sekunden, und male jetzt meine Mini-Mäuschen so kleine Dreiecken gegenüberliegend, und das bildet dann nämlich die rote Schleife von meinem Mini-Mäuschen. Und auch hier gebe ich dann entsprechendes Powder drüber. Ihr könnt auch, wenn ihr keine farbigen Powder habt, ein Clear Powder nehmen. Ja, je nachdem eben. Und auch hier lasse ich wieder anhärten, bevor ich eben so ein schwarzes Pünktchen setze und noch das halbe Ohr eben mit an die Schleife dran male. Und natürlich gebe ich auch hier wieder ein entsprechendes Powder, also das schwarze Powder drüber, so lange, bis der Untergrund nicht mehr feucht erscheint, und lasse gut aushärten. Das Strickmuster könnt ihr so designen, wie ihr möchtet. Ich habe hier jetzt einmal ein paar Punkte gesetzt, und zwar gegenüberliegend von oben nach unten, und gebe immer wieder als Zwischenschritt das Powder drüber, lasse anhärten, damit mir nichts verschmiert. In die Mitte dieser Punktereihe setze ich jetzt hier einmal so ein Schlaufendesign auf der rechten Seite eingeblendet, falls man das nicht so gut sehen kann. Auch hier wieder das Powder drüber. Und ja, immer wieder kurz anhärten lassen. Dann hier so ein, ja, wie so ein geflochtener Zopf, könnte man sagen. Rechts eingeblendet seht ihr auch, wie ich die Striche setze. Das mache ich auf beiden Seiten, gebe wieder das Powder drüber, so lange, bis nichts mehr feucht ist, und lasse dann gut aushärten. Diese Geschichte solltet ihr auf jeden Fall 2 Minuten in einer Kombilampe aushärten lassen, wenn nicht sogar länger. Die Mickey-Seite, da gestalte ich Mickey einmal in Weiß. Ich gebe also entsprechend weißes Powder über mein One-Stroke-Gel drüber, und das Strickmuster gestalte ich in Schwarz. Hier auch noch einmal die Punkte auf der linken und auf der rechten Seite. Hier habe ich einmal durchgezogen, ich habe es mal ausprobiert, das geht, und gebe jetzt hier einmal das schwarze Powder drüber. Leider verfärbt sich das Weiß dann so ein bisschen mit dem schwarzen Powder, aber mit der Zeit verschwindet das dann.
Auch wieder gut aushärten und dann kommen wir zur wohl simpelsten Schneeflocke aller Zeiten. Und zwar setzt ihr euch einfach nur Punkte in so einem Kreuz, also in einer kreuzförmigen Anordnung, und in die Zwischenräume von eurem Kreuz setzt ihr ebenfalls noch einen Punkt, also einen Punkt weniger als euer Anfangskreuz. Und dann nehmt ihr einen Pinsel und zieht von dem Mittelpunkt, den ihr zuvor gesetzt habt, einfach durch eure anderen Punkte durch und erhaltet dann so kleine, ja, wie so Zwiebelspitzen sieht das dann aus. Und ja, ich finde, diese Schneeflocke ist so simpel und sieht aber wirklich sehr, sehr hübsch aus, ist aber wie gesagt so simpel, dass man sie auch wesentlich kleiner gestalten könnte. Auch hier gebe ich wieder das weiße Powder drüber und dann ist mein Design auch schon komplett. Wir haben einmal die rote Mini-Seite und die blau-schwarze Mickey-Seite. Ich hoffe, euch gefällt das Design und ihr habt Spaß daran, es nachzuarbeiten. Folgt mir gerne auch auf Instagram, lasst mir ein kostenloses Abo auf meinem YouTube-Kanal da und gebt mir auch gerne ein Däumchen nach oben, wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag.